Die Plattform GoTranscript ist wieder zu einer absoluten Goldgrube geworden. Und nicht, weil auf der Plattform immer wieder kleinere Aufträge liegen von zum Beispiel 2 Euro oder 85 Cent, 2,12 Euro oder auch mal 2 Euro. Nein, weil jetzt GoTranscript etwas komplett Neues anbietet und darüber würde ich gerne mit euch heute hier in diesem Video sprechen. Die Plattform GoTranscript ist für jeden von euch interessant, der Geld verdienen möchte im Internet mit einmal dem Flipping-Modell oder indem er selbst einfach ein wenig Arbeit leistet. Ihr könnt hier Geld verdienen mit sogenannten Transkriptionen, bedeutet einfach nur, ihr kriegt eine MP3-Datei zugeschickt und ihr müsst abschreiben, was in dieser MP3-Datei gesagt wird. Und das ist natürlich ein Business, wo ich ganz ehrlich sein muss, wo man nicht wahnsinnig viel Geld verdient. Ihr seht zum Beispiel hier meinen Account auf der Plattform. Ich hatte früher zum Beispiel hier auf der Plattform sehr viel geflippt, wie das Ganze funktioniert und was das überhaupt ist, das zeige ich euch alles noch gleich. Aber was man hier praktisch sieht, sind alle möglichen kleinen Aufträge. Das heißt, man ist jetzt hier in seinem Account drin. Das ist jetzt hier mein Transcription Jobs Account. Da klicke ich einfach hier oben einmal auf Available, dann sehe ich, das sind die ganzen Jobs, die jetzt hier gerade für mich da liegen und ich habe jetzt zum Beispiel 9 wieder hier reingekommen, der würde mir 4,95 Dollar bringen und ich sehe dann immer hier, was das für ein Auftrag ist, nämlich wie viele Stunden habe ich Zeit, um diesen Auftrag abzuarbeiten, 3 Stunden habe ich Zeit, wie viel muss ich transkribieren, ich muss insgesamt 4 Minuten und 57 Sekunden transkribieren und dafür kriege ich 4,95 €. Das Ganze soll clean verbatim sein und die Sprache ist natürlich in diesem Fall jetzt hier Deutsch. Und ich könnte jetzt hier einfach auf Make My Job draufklicken und schon wäre das tatsächlich mein Auftrag und ich könnte dran arbeiten. Ich muss mir dann einfach nur diese MP3-Datei, die genau 4 Minuten 57 Sekunden lang ist, herunterladen und muss dann transkribieren, was hier drin steht und hätte dann, wie gesagt, mein Geld verdient. Und das ist bisher auch immer sehr gut möglich gewesen und solche Jobs gibt es immer noch auf der Plattform GoTranscript in Hülle und Fülle. Jetzt gibt es aber etwas ganz Besonderes und bleibt auf jeden Fall dran, weil das hier könnte für viele von euch wirklich interessant sein. GoTranscript hat jetzt im Account eine Neuigkeit rausgegeben, die zu deutlich mehr Einnahmen führen könnte. Das hier findet ihr direkt hier oben bei Important Notice. GoTranscript is on the brink of a major leap forward. New opportunities awaits you. Click here to read more. Wir schauen uns das Ganze einfach mal an. Was genau steht denn hier eigentlich? Also, GoTranscript hat anscheinend eine neue Art, ich nenne es mal Kooperation, Vertrag geschlossen. Hier steht es, GoTranscript is on the brink of a major leap forward. Also, ein großer Sprung in die Zukunft macht jetzt hier GoTranscript. Und hier schreiben sie, wir haben einen großen Auftrag bekommen, der verspricht, tausende von Stunden Transkriptionsarbeiten hier auf der Plattform zu publizieren. Dann könnt ihr also in diesen Pool an Möglichkeiten, in diesen Pool an Aufträgen reinspringen und dort die Aufträge euch einfach nehmen. Und dann schreiben sie hier unten aber, but there is a catch, das heißt, es gibt einen kleinen Haken. Ihr müsst euch hier erstmal verifizieren, ihr müsst hier euch selbst zertifizieren, dass ihr also wirklich wisst, was ihr tut. Und wenn ihr tatsächlich diese Zertifikation erhalten habt, dann könnt ihr anscheinend an diesem großen Pool an Aufträgen teilnehmen, könnt ihr euch nehmen und könnt damit Geld verdienen. Und das macht natürlich die Plattform GoTranscript jetzt wieder richtig interessant. Was müsst ihr also machen? Ihr müsst zuallererst mal auf GoTranscript.com draufgehen. Sobald ihr es getan habt, legt ihr dann hier einen Account an. In meinem Fall bin ich natürlich jetzt hier bereits in meinen Account eingeloggt, aber in eurem Fall geht ihr hier rechts oben und klickt auf Login drauf. Ihr werdet dann einen kleinen Test machen müssen, nachdem ihr euch angemeldet habt und wenn ihr dann diesen Test durchgeführt habt und ihn bestanden habt, dann werdet ihr direkt in GoTranscript weitergeleitet. Das sieht dann hier wie folgt aus. Ihr klickt dann hier oben auf Transcription Jobs drauf, dann auf Available drauf und hier könnt ihr euch dann die Jobs nehmen, die hier rumliegen. Zum Beispiel in meinem Fall habe ich jetzt hier ungefähr das Potenzial wieder, sagen wir mal 10, 15 Euro oder sowas zu machen. Nicht die Welt, aber diese Jobs kommen halt alle paar Stunden mal rein und man kann sich die einfach nehmen und damit dann Geld verdienen. Und ihr könnt natürlich aber hier auch oben auf diese Important Notice draufgehen, euch selbst zertifizieren als praktisch ein Transcriptionist, als eine Person, die Transkription durchführt. Und dann könnt ihr hier unten dieses Certification Now, praktisch Certification starten und dann könnt ihr hier direkt auch an diesem Pool teilnehmen und darüber Geld verdienen. Ich bin ganz ehrlich mit euch, ich bin bisher noch nicht in diesem Pool drin, weil ich diese Notifikation erst vor wenigen Minuten bekommen habe, aber ich dachte mir einfach, ich mache darüber mal ein Video, weil ich will euch immer die besten Informationen wirklich minutenschnell geben, sodass ihr loslegen könnt und Geld verdienen könnt und das hier ist wirklich ein Weg, wie ihr Geld verdienen könnt. Deswegen einfach mal jetzt hier anmelden und starten. Ich habe euch auch einen Link zu GoTranscript, wie immer in die Videobeschreibung, reingetan. Und falls ihr nicht hier diese Certification bekommt, beziehungsweise hier nicht zugelassen werdet, habt ihr aber dennoch dann einen Account auf einer Plattform, wo ihr eigentlich nonstop Aufträge bekommen könnt. Und ihr könnt euch praktisch zwischen zwei unterschiedlichen Methoden
entscheiden, um hier Geld zu verdienen. Nämlich, ihr könnt auf der einen Seite sagen, so, ich nehme jetzt einfach diese MP3-Datei und ich schreibe ab, was in dieser MP3-Datei gesagt wird. Das wäre halt eine typische Transkription und ihr habt dann zum Beispiel hier diese 5 Minuten, die transkribiert werden sollen. Da würdet ihr hier nur $2 bekommen. Hier unten zum Beispiel würdet ihr für auch 5 Minuten $4.95 bekommen. Das wäre eigentlich meines Erachtens einfach verdientes Geld. Einfach ist ein bisschen relativ. Es ist schon natürlich Arbeit. Es ist keine Automatisierung, die jetzt hier existiert bei dieser Methode, aber ihr könnt halt regelmäßig Geld verdienen. Wenn ihr hier eine Automatisierung, zumindest eine teilweise Automatisierung reinbekommen wollt, dann würde ich euch hier tatsächlich ein Flipping-Konzept empfehlen. Was könnt ihr also machen? Ihr könnt natürlich diese Aufträge hier nehmen, zum Beispiel diese Datei, könnt sie euch runterladen und könnt sie an einen Freelancer, zum Beispiel auf der Plattform Upwork, schicken, der für euch die eigentliche Arbeit macht. Ihr werdet hier nicht große Margen, also große Profite pro Auftrag erzielen, aber wenn ihr das regelmäßig macht, dann könnt ihr damit langfristig wirklich gutes Geld verdienen. Ich gebe mal hier oben Folgendes ein. Ich bin also jetzt hier auf Upwork.com, nämlich ich suche mal hier nach einer Person, die Transcriptions macht. Das heißt, ich klicke hier auf Transcription drauf und dann filter ich, wenn ich jetzt hier die Ergebnisse angezeigt bekomme, auf der linken Seite nach Folgendem, obwohl ich hier schon einige Leute sehe, die unglaublich günstig sind. Ich möchte hier auf der linken Seite filtern nach der Hourly Rate, das heißt, wie viel Geld die Leute pro Stunde bekommen. Und hier suche ich nach Leuten, die unter $10 pro Stunde bekommen. Wir wollen also zum Beispiel Leute, sagen wir mal, aus Südostasien, aus Afrika oder dergleichen anstellen, weil sonst, wenn wir Leute hier für 20, 30 Euro die Stunde anstellen, machen wir einfach keinen Gewinn mehr, sondern eher sogar noch einen Verlust. Dann suchen wir nach Leuten, die zumindest schon 1.000 Euro hier über die Plattform verdient haben, und wir suchen am besten Leute, die halt ein sehr hohes English-Level haben, zum Beispiel, sagen wir mal, fluent ist halt das Minimum, oder wir können natürlich auch hier nach Leuten gucken, die nicht nur Englisch können, sondern vielleicht auch andere Sprachen können, weil zum Beispiel in meinem Account bei GoTranscript kriege ich Jobs auf Englisch und auf Deutsch. In eurem Falle kann es vielleicht sein, dass ihr euch nur für deutsche Transkriptionen anmeldet oder nur für englische Transkriptionen anmeldet. Das ist, wie gesagt, völlig euch überlassen. Das heißt, ihr müsst dann hier nach einem deutschen Transcriptionist suchen, nach einem englischen Transcriptionist suchen oder nach einem anderen Transcriptionist suchen, der halt, wie gesagt, die Sprache spricht, wo ihr auch hier Transkriptionsaufträge bekommt. Und ihr sucht also jetzt nach Leuten, die relativ wenig pro Stunde haben wollen. Zum Beispiel hier oben hatten wir eine gesehen, $5 pro Stunde. Wäre zum Beispiel echt top, hat schon eine Job-Success-Rate von 95%, sieht also sehr gut aus. Über $4.000 hat die Person bereits über die Plattform verdient. Ich würde also auf die Person draufgehen, würde mir hier das Profil mal ein bisschen genauer ansehen. Die Person kommt aus Pakistan und jetzt würde ich Folgendes machen, nämlich ich würde diese Person einfach mal kontaktieren. Und wenn ihr diese Person kontaktiert habt, könnt ihr natürlich sagen, hey, ich habe Transkriptionsaufträge für dich. Ich wäre bereit, zum Beispiel dir, sagen wir mal, wie wäre es vielleicht, 50 Cent pro Minute, die transkribiert wird, zu bezahlen. Und da macht ihr also Folgendes, ihr nehmt diesen Job jetzt hier von GoTranscript, dort kriegt ihr hier unten zum Beispiel $1 pro Minute und das ist in der Regel auch tatsächlich die Bezahlung, die ihr bekommt. Und dieser Freelancer würde zum Beispiel 50 Cent pro Minute bekommen. Würde also bedeuten, für jede Minute, die dieser Freelancer transkribiert, verdient ihr 50 Cent. Und oftmals, und das habt ihr auch schon bei meinen anderen Videos gesehen, dazu gerne einfach mal hier auf dem Kanal nach dem Begriff GoTranscript suchen. Nämlich bei den anderen Videos war es in der Regel so, dass ich halt wirklich nonstop Aufträge da rumliegen hatte, die alle mindestens euch $1 pro Minute gegeben haben. Und das ist auch wirklich die normale Bezahlung, die ihr halt bei GoTranscript bekommen könnt. Und dann würde ich also Folgendes machen. Ich würde diese Aufträge immer an diese Person weiterschicken. Macht hier Zeiten aus, dass ihr also sagt, jeden Morgen um 10 Uhr schicke ich dir zum Beispiel 3 5-Minuten-Aufträge vorbei oder 5 5-Minuten-Aufträge vorbei oder wie viele auch immer. Und ich brauche die zu der und der Zeit wieder zurück, weil ihr natürlich auch hier auf der Plattform verpflichtet seid, das Ganze innerhalb von zum Beispiel 2 Stunden oder 3 Stunden zu machen. Was passiert, wenn ihr es nicht hinbekommt? Dann landet der Auftrag einfach direkt wieder hier auf der Plattform. Das heißt, ihr würdet in diesem Falle kein Geld bekommen. Heißt, dieser Freelancer muss dann auch wirklich innerhalb von bestimmten Stunden das Ganze abliefern. Wie kann man das regeln? Einfach dem Freelancer offen und klar kommunizieren. Ich brauche diese Aufträge zurück innerhalb von so und so vielen Stunden und dann macht der das auch. Und das ist halt eine Strategie, die wirklich jeder von euch einsetzen kann. Das ist übrigens auch eine Strategie zusammen mit ganz, ganz vielen anderen Strategien, die ich in der Service Flipping Masterclass, einem gigantischen Kurs rund ums Thema Service Flipping, erkläre. Dieser Kurs hier hat schon viele erfolgreiche Teilnehmer herausgebracht, zum Beispiel Jens. Über ihn hatte ich auch gestern ein Video gemacht, macht über 20.000 Euro mit dem Flippen von Übersetzungen. Ich habe zum Beispiel auch hier auf dem Kanal alle möglichen Interviews mit Leuten geführt, die viele, viele 100.000 Euro mit dem Flipping verdient haben. Zum Beispiel
hatte ich ein Interview damals mit dem Ralf gemacht, der 1000 Euro in 12 Stunden und fünfstellig in 4 Tagen verdient hat. Und ich hatte ganz, ganz viele Interviews auch hier noch weiter auf dem Kanal publiziert über Leute, die halt hier diese Kurse gekauft haben, beziehungsweise auch im 1:1 Coaching bei mir waren und mit dem Flipping richtig gute Einnahmen generiert haben. Und wenn ihr das Ganze auch machen wollt, dann schaut jetzt gerne mal in die Videobeschreibung rein. Es gibt meines Erachtens keinen anderen vergleichbaren Kurs zu genau diesem Thema. Vor allen Dingen bin ich die Person, die das Ganze, soweit ich weiß, am längsten bisher im deutschsprachigen Bereich macht. Und ihr kriegt in diesem Kurs 60 HD-Videos, Schritt für Schritt Anleitung, also viel detaillierter als diese YouTube-Videos. Ihr kriegt von mir persönlich VIP-Support, Zugang zu meinen Freelancern, also Leuten, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Ihr werdet Teil einer aktiven Community aus anderen Flippern und vor allen Dingen erhaltet ihr auch alle Updates lebenslang for free on top, die halt praktisch hier in diesen Kurs reinkommen. Und das Ganze könnt ihr jetzt testen für 0 Euro. Diese 0 Euro Testphase geht 24 Stunden lang. Das Ganze wird auch hier unten einmal nochmal erklärt. Das heißt, ihr könnt innerhalb der 24 Stunden, der ersten 24 Stunden jederzeit zurücktreten. Anschließend dann könnt ihr ihr könnt innerhalb 24 Stunden immer jederzeit zurücktreten. Ihr geht also wirklich absolut kein Risiko ein. Wenn ihr loslegen wollt, dann klickt ihr hier oben auf für 0 Euro starten und dann könnt ihr halt hier euch das Ganze nochmal durchlesen, auch lesen, was ihr im Kurs bekommt. Und dann könnt ihr halt hier den Zahlungsplan auswählen, wählt, wie ihr zahlen möchtet und dann klickt ihr einfach hier unten auf jetzt kostenpflichtig bestellen und schon seid ihr im Kurs drin. Wie gesagt, erste 24 Stunden komplett risikolos. Schaut also gerne mal in die Videobeschreibung rein. Das war es dann schon wieder für das heutige Video. Legt auf jeden Fall los mit GoTranscript und mit der Service Flipping Masterclass. Ich danke euch und ich hoffe, dass wir uns bald in einem von unseren anderen Videos wiedersehen können.